So, dann mal herzlich willkommen bei Endboss TV. Mittlerweile mit einer neuen Location, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, denn ich bin ja umgezogen, wie die meisten schon wissen, von den Streams und auch von Facebook. Ja, und erstes Video jetzt nach dem Umzug, beziehungsweise das zweite, davor kommt ja noch ein anderes, was ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Ja, es kommt, wie es kommen musste. Es geht natürlich mal wieder um Unboxing und zwar um die neue Arcade Block vom Juni, logischerweise. Die Uni-Box von Arcade Block. Wie man hier schön sehen kann, ist hier noch Zollsendung drauf. Dazu komme ich gleich noch. Es ist auch schon offen diesmal, hat auch schon eine Bewandtnis. Ich habe auch schon mal so grob reinschauen müssen oder zwangsweise reingeschaut, weil ich musste diesmal vom Zoll abholen. Jetzt ging das, seit wann unboxe ich das jetzt? Das könnt ihr mir wahrscheinlich was besser beantworten, seit Februar oder so. Jetzt kamen vier, fünf Boxen problemlos und jetzt geht es über den Zoll und die sagen mir, ja, das kann schon häufiger vorkommen, dass das bisher nicht im Zoll gelandet ist, war Glück. So, ich muss 40 Minuten mit Verkehr eingerechnet ungefähr zum Zoll fahren, bezahle ja wie gesagt um die 28 Euro für die Box, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile wisst. Ja, muss aber 28 Minuten zum Zoll fahren und, was noch dazu kommt, muss nochmal 5,04 € Gebühr wegen der Umsatzsteuer bezahlen. So, das lohnt sich nicht mehr, deswegen schon mal die Info. Das ist leider die letzte Arcade Block. Ich habe die jetzt ab Juli, also das ist wirklich die letzte, es kommt jetzt keine weitere mehr, direkt storniert. Ja, ist schade, aber ist halt so. Mal schauen, wie ich dann demnächst weitermache, ob ich vielleicht mich wieder mal an Loot Trader wende. Da habe ich ja schon mal eine ganze Weile welche bekommen oder Loot Chest, mal schauen. Aber jetzt geht's los, das nur als Info für euch. Natürlich auch für euch, ja. Ich habe euch die ja immer empfohlen zum Kaufen und ich kann euch die immer noch empfehlen, was den Inhalt angeht. Ich hätte die auch weiter abonniert, hätte es auch weiter bezahlt, aber nicht für das Geld. Und das will ich euch deswegen auch ganz fairerweise sagen. Also ihr sollt euch einfach im Klaren sein. Ihr könnt die natürlich gerne weiterhin bestellen und es kann auch gut gehen. Wenn der Zoll direkt neben euch ist, lohnt sich das vielleicht trotzdem. Aber es kann dann passieren, dass es zum Zoll kommt. Ist dann halt doof. Ja, ein paar Euro weniger und dann hätte ich gar keine Gebühren bezahlt. Das heißt, wenn ihr sogar ein 12-Monats-Abo oder so nehmt, kann es sogar sein, dass ihr vielleicht gar keine Gebühren bezahlt. So, aber wir fangen an. Und Nummer Uno ist Super Mario Bros. Ice Cube Tray. Ah, okay. Das heißt, da kann man Eiswürfel machen von Mario. Machen wir es doch mal kurz auf. So, das ist natürlich aus so einem Gummi, dass es auch flexibel ist. Was haben wir denn da so alles? Ja, wir haben da natürlich Mario-Figuren, würde ich sagen. Ne? Ja, und einen Stern und einen Pilz und eine Münze. Ja, und diese schönen Fragezeichenboxen, die man so kennt, kann man dann Wasser reintun. Ich würde es noch vorher mal waschen. Ab in, ja, in die Tiefkühltruhe und schon hat man schöne Mario-Eiswürfel. Coole Sache, perfekt für den Sommer. Wird gleich nachher benutzt. Ungelogen, mache ich gleich. Also wird gleich nachher aufgefüllt und in die Tiefkühltruhe gesteckt. Sonic the Hedgehog. Und zwar nochmal wegen dem 25-jährigen Geburtstag von unserem lieben Sonic. Und das sind Sticker. Da hatten wir auch schon Shirt und so weiter wegen dem Geburtstag diesen Jahres. So, 25th Anniversary von Sonic. Ja, das sind so Aufkleber. Mehr dran, seht ihr, glaube ich, ne? Da ziehen Aufkleber schon, wie man sie kennt. So, und nochmal Aufkleber, weil es so schön war. Aber weiter geht's. Mit was mache ich denn weiter? Hier ist was Schweres. Ich nehme das auch direkt. Street Fighter Sushi Set. Wie geil ist das denn bitte? Ein Sushi-Set von Street Fighter. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da so drin ist. Wahrscheinlich irgendwie so ein Basic-Set, mit dem man Sushi eben machen kann. Ich bin ja schon auch Street Fighter-Fan, muss ich sagen, mittlerweile. Früher war ich eher Dead or Alive-Fan, aber mittlerweile Street Fighter und schon immer mehr als Tekken oder so. Ja, cool. Also hier hat man hier für Sojasauce und Wasabi und so eine typische Schale. Beziehungsweise Wasabi macht man sich ja normal auf den Teller. Das heißt, die zwei Seiten sind normal für Sojasauce und für eingelegten Ingwer zum Neutralisieren. Sehr geil. Also ich esse gern Sushi, wie ihr bestimmt gerade schon merkt. So, und dazu noch ein Teller. Ist halt leider nur für eine Person quasi, so wie ich die Sache hier sehe.
Das ist halt ein bisschen schade, aber trotzdem mega cool. Ein kleiner Street Fighter Sushi Teller. Wie cool ist das denn bitte? Also das finde ich echt mega. Muss ich sagen. Coole Sache. Wären halt geil, wenn es zumindest zwei Teller wäre. Das man wenigstens mit seinem Lieben oder so irgendwie. Oder seine Lieben. Bisschen Sushi essen könnte, aber okay. Leider nur für eine Person. Gut, kann man als Vorspeise hinstellen, auch wenn man ein paar Leute hat. Ist dann trotzdem cool. So, wir machen wir dann weiter. Oh Gott, wie cool ist das denn bitte? Zelda. Ein Buch von Zelda. Ich gehe davon aus, es ist ein Notizbuch. Das ist auf jeden Fall mega geil. The Legend of Zelda. Recht schwer. Ja, es ist ein Notizbuch. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, wie gut es riecht. Ja, und hier vorne gleich, wenn man es aufmacht, alles voll mit dem schönen Triforce. Mit ganz, ganz vielen Triforcen. Heißt es so? Ich habe gerade nämlich überlegt, ne, wie es in Mehrzahl heißt. Ja, und dann hier, so sehen eigentlich alle Seiten aus. Also alle weiß. Das heißt, es ist wirklich ein reines Notizbuch, aber ein wunderschönes Notizbuch. Und hier nochmal eine Karte. Eine Zelda-typische Karte. Hammer. Sehr, sehr nice, muss man sagen. So, aber ist natürlich noch nicht vorbei. Denn, was haben wir denn hier? Ah, hier sind noch die passenden Stäbchen dazu von Street Fighter. Das natürlich, die habe ich schon mich gefragt, weil das da vorne auch drauf war. Ich weiß nicht, warum die jetzt extra dabei liegen, anstatt in dem Set dabei zu sein. Das ist interessant. Oh ja, die sind aber auch sehr, sehr schöne Essstäbchen. Von Street Fighter. So, kommen wir zum Shirt für diesen Monat. Da bin ich schon ganz gespannt. Was haben wir denn da diesen Monat? Let Eat. Okay, mir sagt es gerade nichts. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt wieder, sie können das nicht wissen. Ich kenne eigentlich schon viele Spiele, aber das sagt mir gerade nichts. Let Eat. Muss ich dann gleich mal schauen, von was für einem Spiel. Am Ende kenne ich es sogar noch und habe es jetzt nur vergessen. Auf jeden Fall Let Eat. Ist jetzt nicht so ein cooles Shirt, nicht so wie mein Chiki-Shirt, weil ich heute anhabe, was ja auch schon mal drin war, vor ein paar Monaten. Ja. Nicht schlecht. Das wäre das Shirt für diesen Monat. So, und es ist noch nicht alles, weil hier ist noch was Mario-mäßiges. Und zwar, oh, das ist so, das kann man quasi in Bilderrahmen tun. Schönes Fotopapier, printed in Kanada. So ein schönes Fotoprint. Oh, das ist aber echt cool. Beziehungsweise eigentlich mehr von Donkey Kong. Sieht echt richtig schön aus, muss ich sagen. Das an die Wand gehängt, und schön mit einem schönen Bilderrahmen, muss ich sagen, kann man machen. Nicht schlecht. So, und das war es aber auch schon, würde ich mal behaupten. Ja, kommen wir erstmal hier dazu. Das ist natürlich so diese der exklusive das Product of the Month war natürlich hier das Street Fighter Sushi Set. So, dann haben wir. Ach, das ist von Five Nights at Freddy's. Ich habe gewusst, ich kenne diese Fresse da irgendwo her. Ich habe bisher zwar nur Let's Plays gesehen, aber klar, von Five Nights at Freddy's ist es, genau. Reines PC-Spiel. Könnt ihr euch auf Steam downloaden. Five Nights at Freddy's. Let Eat, okay. Ja, von Sonic, genau, das Aufkleberset. Dann genau das Legend of Zelda-Teil. Donkey Kong Print, Exclusive. Ja, cool. Und die Eisdinger. Das war's. Ist schon einiges. Eine Figur, das Wort mir zwar heute irgendwie gefehlt, aber wobei eigentlich das Zelda-Buch, das ist schon wieder geil. Es ist schon wieder geil. Ich warte halt immer auf eine Figur, ihr wisst ja Bescheid, weil ich ja so wenig Figuren habe. So, und wie gesagt, bei mir kommt nächsten Monat leider nichts mehr, was ich gerade schon wieder ein bisschen bereue, wenn ich das so sehe. Aber im Fall ihr Bock habt, nächsten Monat exklusive Sachen von Mega Man und The Legend of Zelda wieder. Und von Super Smash Bros. Und Super Smash Bros. Ist halt auch mal mega geil. Das wäre es für nächsten Monat. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Shirt Punch ist so ein Product Key. Da kriegt man anscheinend Rabatt irgendwie auf Shirts um 10% Kredit. Ja. Irgend sowas. Ansonsten. War es das? Ja, mit der vorerst letzten Arcade-Block leider. Es ist schade, aber es ist leider so. Ich hoffe, ihr versteht es. Und ja, nochmal zusammengefasst, wie gesagt, das Print war drin, es war das Sushi-Set drin, es waren die Aufkleber von Sonic drin, das Five Nights at Freddy's Shirt und das Legend of Zelda Buch und hier die Ice Cubes. Finde ich cool.
Hat sich wieder gelohnt, auch schon wieder traurig, wenn ich das so sehe, dass es schon wieder vorbei ist und ich eben nächsten Monat keins mehr bekomme. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Däumchen hoch. Es war nur das letzte Arcade-Block-Unboxing. Es werden mit Sicherheit genug Unboxings demnächst kommen. Es kommen genug Collector's Editions noch bis Weihnachten, die natürlich auch schon vorbestellt sind und sogar ein bisschen Hardware. Dran denken, PlayStation VR und so, alles im Kommen. Und vielleicht machen wir mit einer anderen Box weiter, mit einer deutschen dann halt. Lootcrate hole ich mir dann auch nicht, weil da kann das Gleiche passieren. Das heißt, Loot Raider oder Loot Chest, das sind die beiden deutschen Alternativen. Da muss ich mich mal informieren, wie der gerade so der Stand ist, wie die so drauf sind, was die so drin haben, was die so kosten. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen hoch, das würde mich freuen. Und ja, schaltet wieder ein, empfehlt uns, empfehlt Endboss TV, geht auf Facebook, geht auf Instagram, da posten wir immer was. Oder auch in letzter Zeit immer mal auf Snapchat, also auch auf Snapchat vorbeigucken, Endboss TV einfach eingeben. Und natürlich gestreamt wird momentan. Jede Woche, 2 bis 3 Mal, die Woche wahrscheinlich schon wieder 3 Mal. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. I'm not going to be able to do that.